Hallo und herzlich willkommen mit einem Special am heutigen Tag. Ich bin nämlich zu Gast bei dem ehemaligen Dschungelkönig Per Kusmak. Ich bin Laura, herzlich willkommen in der Bildbox. Ja, Per, jetzt drehen wir nicht total durch. So stehst du immer da. Ja, so stehe ich immer da. Aber die Bildbox-Uschi, das bin immer noch ich, ne? Da wollte der Kusmak-Per wenigstens einmal auch eine erfolgreiche Show anmoderieren, das gönnen wir ihm doch. Naja, okay, kleiner Scherz, denn der Ex-Dschungelkönig hat ja auch selber eine geile Sendung. Auf 94.3 RS2 moderiert der... Wie alt bist du jetzt? 25, ja, glaube ich, ne? Seit 14 Jahren. Ja. Also bald 40-Jährige. Immer Samstag seine Per Kusmak-Show. 94.3 RS2, der Supermix. Meine Lieblingsmoderatorin ist heute bei mir zu Gast, falls Sie sie noch nicht kennen. Sie heißt mit Namen Laura Schlüter und moderiert die Bildbox auf bild.de. Da macht sie sich lustig über das, was die Stars und Sternchen so im Internet treiben. Schön, dass du da bist. Und wo ich schon mal da bin, lieber Per, reden wir doch auch mal über dein Social-Media-Verhalten. Das hält sich in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass mir diese Welt fremd ist, weil dieses Internet, das scheint sich ja dann doch durchzusetzen. Aber es ist nicht irgendwie mein Sprachorgan. Also ich mag immer noch gerne die persönliche Ansprache, ich rede gerne mit Menschen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein, zwei Mal die Woche poste ich ja schon auch was. Zum Beispiel, worüber ich mich sehr amüsiert habe, nicht mehr die eine. Du suchst jetzt die andere. Wie war denn das gemeint? Und vielleicht ist ja die andere die eine. Oder war die eine schon da? Nein. Ja, man sagt es ja immer so irgendwie, ich bin auf der Suche nach der einen. Das ist schon etwas, was halt auch mein Leben motiviert irgendwie, dass ich halt irgendwie schon den Traum habe irgendwie von der Familie und jetzt langsam mit 40, man muss ja auch kriegen, das jetzt noch nicht abwehrt. Das ist richtig. Und wenn du dann immer nur denkst, irgendwie, wenn du seit 40 Jahren denkst, ich suche diese eine irgendwie und es nicht klappt, dann habe ich mir überlegt, irgendwie, vielleicht suchst du einfach die andere mal. Ich fand das total lustig. Aber um dieses ganze Drama zu beenden, heiratest du dich ja jetzt auch einfach selber, hast du gedacht, ne? Ja, irgendwann hatte ich die Schnauze voll und gedacht irgendwie, wenn es doch wirklich keinen gibt, der zu mir passt, irgendwie der Einzige, mit dem ich wirklich sehr gut klarkomme und mich bestens unterhalten will, irgendwie bin ich selber. Ja. Gesagt, das heirate ich mich einfach selber. Ich glaube, da kommen unheimlich viele zu deiner Hochzeit. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Gibt es denn für dich was du auf gar keinen Fall posten würdest, wo du sagst, also das ist viel zu privat, und ich meine jetzt keine Nacktbilder oder so, sondern also viele posten ja, keine Ahnung, so ein Morgen-Selfie aus dem Bett zum Beispiel. Würdest du das auch machen? Nee, aus dem einfachen Grund, weil ich gar nicht weil so... Weil du einfach scheiße aussiehst um die Uhrzeit. Weil ich einfach scheiße aussehe um die Uhrzeit irgendwie. Und meistens mein Handy auch gar nicht am Bett habe. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der halt wirklich in jeder Lebenssituation sein Handy dabei hat. Also ich bin auch manchmal ganz froh, wenn das Handy aus ist oder das Handy einfach nicht in meiner Nähe ist. Und morgens, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich andere Sachen zu tun, als Fotos zu machen. Ja. Hast du eben schon gesagt, du hast ein paar Promis. Obwohl ich nackt sehr, sehr geil aussehe. Also, das bestimmt. Nee, das ist mir noch nicht wieder aufgefallen. Als hast du im Spiegel quasi gesagt, ich sehe eigentlich geil aus. Da kam ich so vor den Spiegel und dachte mir, Mensch, Per, du siehst nackt einfach so dermaßen geil aus. Ja. Eigentlich müsstest du mal so ein Morning-Selfie machen. Ja, mach doch mal. Ja, das ist eine schöne Idee. Morgen. Ja, morgen. Morgen mache ich. Ich gehe morgen auf Pers. Wir gehen morgen alle auf Pers Facebook-Profil und gucken. Morgen am Mittwoch gibt es das erste Morning-Selfie auf meiner Facebook-Seite. Ich finde es super. Na, geht doch, Baby. Den nackten Per gibt's also morgen bei Facebook, und die Per Kusmak-Show mit mir als Gast kommt denn Samstag ab 13 Uhr auf 94.3 RS2. Ist mir wirklich mal aufgefallen. Was? Mit was? Mit was? Wie ist gelangweilt? Dass du geil aussiehst? Ja. Nackt. Ja.